Hey meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Chroma Gun. Wurde von einem von euch vorgeschlagen. Gibt es auf Steam und tatsächlich auch eine kostenlose Demo, um es mal zu probieren. Scheint sich um die Chroma-Farben zu handeln, hä? Okay, schauen wir mal. Fahren wir mit dem Fahrstuhl. Schöne Fahrstuhlmusik. Welcome to Chromatech. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Willkommen in den Testlaboren von Chromatech. Du bist Darf hier, ich? Weil du einer der Besten bist. Nicht, weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Am Ende des Ganges. Wisst ihr, dass der Gang auch ein Fluss ist? Kennt man aus Tomb Raider. Chroma Gun. Hallöchen, danke sehr. Farbanziehung. Worker, Droids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Sensationell. Bitte hält die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Na klar. Das ist die Chroma Gun, patent aufstehend, von der du schon so viel gehört hast. Nein, Schatz, natürlich hast du noch nicht davon gehört. Wir bei Chromatech wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du solltest das auch. Schieß auf den Worker-Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Okay, noch ergibt das nicht so wirklich Sinn. Sollen wir ein kleines Stück lauter machen? Ja, machen wir ein kleines Stück lauter. Nur ein kleines Stückchen. Worker Droids Hinweis, je bösartiger ein Worker Droid aussieht, desto bösartiger ist er auch. Der ist noch freundlich, wenn er spitz hat, Achtung, und wenn er Schock hat, dann noch mehr Achtung. Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Ja. Kann ich. Was ist da hinten? Das ist ja verarsche. Und auch nicht. Ach, schwierig, nehmen wir das ein Feuerlöscher. So, Farben können gemischt werden, wenn du im Kindergarten aufgepasst hast, weißt du Bescheid. Das ist ja süß. Das ist schon weilig, ja. Die Farbe der Chroma Gun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt werden zu können, inklusive Worker Droids. Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. Tschüss. Okay, wir sollen nicht an der Farbe schnüffeln. Warum nicht? Das finde ich ja schade. Farbanziehung, jo. Jetzt haben wir grün, habe ich gerade gesehen, ne? Oder ist das grün immer so gewesen schon? So. Danke sehr. Und du? Danke. Weiter geht's. Okay, das ist total bescheuert. So wie das gleiche. Ist ja nichts Neues. Trigger. Trigger öffnen mit ihnen verbundene Türen. Ein Trigger kann mehrere Türen öffnen und eine Tür kann von mehreren Triggern geöffnet werden. Axiomatisch? Was? Axiomatisch öffnen keine Trigger, keine Türen. Finde und stell dich auf die Türsteuereinheit. Oh nein. Sensationell. Bitte
Verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Sensationell. Vorhandene Farben. Die Korrelation zwischen Steuereinheit und Worker Droid erfolgreich verstanden. Das macht dich intelligenter als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. Nice. Naja. Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chroma Gun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, probier es einfach aus. Ah, okay. Er kann sich dazwischen hängen. Zack, zack. Zack. Und er hängt jetzt wieder dazwischen. Ist ein kleines Rätselgame, ne? Ist okay. So, jetzt müssen wir ihn an verschiedenen Teilen festhängen. Nimm den hier mit, den hier und den hier und den hier und den hier und dann müsste er drin sein. Easy. Für mich, Leute, für mich ist das kein Problem. Ich bin einfach der Gott der Rätsel. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Kannst du mal probieren. Komm her. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, muss man sagen, ne? Schon strange. Ja gut, Leute. Die Farbe der Chroma Gun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Ja, Try and Error, wa? Einfach ein bisschen ausprobieren. Okay, die machen noch nichts. Nur wenn ich sie abschieße. Aber den da will ich noch haben. Ah, die Tür ist wahrscheinlich eh kaputt. Wahrscheinlich kann man damit nicht viel machen. Guten Tag. Sorry. Was ist das? Eine Granate? Okay, Leute, würde ich sagen, das war's gewesen. Mal angespielt zu Chroma Gun. Tödliche elektrische Wartungskacheln. Heißt nicht umsonst. Tödliche elektrische Wartungskacheln. Um den Test fortzusetzen, nimm die verbesserte Dreifarb-Chroma Gun vom Boden auf. Cool. Nice. Da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Das kann man so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Aber jetzt hat man alle drei Farben, jetzt muss man nicht mehr irgendwie was anderes machen, sondern kann halt jede Farbe nutzen. Ja, kleines Rätselgame. Falls ihr Bock drauf habt, Leute, gibt es auf Steam, zumindest eine kostenlose Demo. Ich finde es erstaunlich, dass die Demo so lang ist. Da. Kann ich die farbig machen? Nee. Die Farben kann ich nicht ändern.
gibt meine Albträume, ja. Ach Gott, ey. Bleib weg, du Mistvieh. Ja. Man, ich hätte jetzt theoretisch lila dahin machen müssen. Damit es da lila wird. Oder eine andere Farbe, was auch immer. Entsprechend die Farbe muss es dann sein. Ja. Danke fürs Zusehen, meine Freunde. Das war's gewesen mit dem Mangel gespielt. So, Chroma Gun. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao.